Okay, wir hatten ja gerade schon eine schöne Vorstellungsrunde und da habe ich gehört, dass alle schon sehr gespannt sind auf das Thema, deswegen möchte ich gar nicht so viel jetzt vorher sagen und jetzt übergebe ich an Arno. Von mir einen herzlichen, einen ganz tollen guten Morgen. Erstmal finde ich das toll, dass nicht nur mich das Thema interessiert, sondern offensichtlich euch auch so ein bisschen. Ich will versuchen, die Sache möglichst kurz, möglichst komprimiert zu machen, dass wir vielleicht danach noch ein bisschen plaudern können. Ihr vielleicht die eine oder andere Frage habt. Heute soll es um das Thema Minderwertigkeit. Das ist immer so ein Tabuthema. Das ist so wie Tod. Tod kommt auch irgendwann, aber wir mögen das Thema nicht so gerne ansprechen. So ist das, so empfinde ich das, so bekomme ich das als Feedback zurück, bekomme ich das so als Tabuthema. Ich möchte euch vorneweg eine kleine Geschichte erzählen. Zur Aufklärung kommen wir später. Vor Jahren war ich bei einem guten Freund zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. So wie so eine Geburtstagsfeier läuft, irgendwann bildet sich so eine Runde, es waren so vielleicht 15 Leute, bildet sich so eine Runde und es kam ein Thema. Das Thema war irgendetwas, was so in allen Medien war. Ich erinnere nicht mehr, worum es ging. Eine wilde Diskussion, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch. Und ich habe mich da rausgehalten. Irgendwann fragte mich dann der Gastgeber, du hast ja auch wie zu dem Thema gar nichts gesagt. Wie ist denn deine Meinung dazu? Da habe ich gesagt, sorry, kann ich wirklich nichts zu sagen? Ich lese keine Tageszeitung, ich gucke keine Nachrichten, ich weiß gar nicht, worum es geht. Was passierte? Alle waren sie gegen mich. Und das könne doch nicht angehen, dass ich keine Nachrichten gucke. Das könne doch nicht angehen, dass ich keine Tageszeitung lese. Das muss man doch. Ich sage, Leute, für mich, das ist eine Entscheidung für mich. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen. Mich interessiert das nicht. Wenn ihr das macht, alles okay. Macht es weiter. Es war nicht zu retten. Ich will die Geschichte abkürzen. Horst hat mich nie wieder eingeladen. Wer ist Horst? Horst war mein Freund. Ich habe mich gefragt, worüber haben die sich eigentlich echauffiert? Ich komme dazu etwas später. Wenn wir, muss ich mal so hinstellen, dass alle was sehen können. Magst du mir mal eine Milch geben? Wenn wir mal hier. Dankeschön. Das wackelt aber. Also, wenn es eine Minderwertigkeit gibt, dann muss es ja ein Pendant dazu geben. Ja. Es gibt Tag und Nacht, es gibt Weiß und Schwarz. Was ist nun das Pendant zur Minderwertigkeit? Höherwertigkeit? Höher bist du ja noch nicht oben. Wenn minder unten ist. Also ich sage, ich benutze den Wort Vollwertigkeit. Das klingt so ein bisschen wie volljährig. Oder vollkommen. Genau. Volljährig, ja, vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun. Also ich benutze als Pendant zur Minderwertigkeit die Vollwertigkeit. Warum erzähle ich das? Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir das, von dem ich behaupte, wir sind vollwertig. Was möchte ein Kind? Ein Milchkind möchte wachsen, möchte sich entwickeln, will etwas lernen. Jedes Kind lernt etwas, was das Schwierigste ist, was wir Menschen überhaupt lernen. Laufen und sprechen. Es gibt nichts, was komplizierter ist, was wir alle gelernt haben, ohne dass uns irgendjemand gesagt hat, du musst es lernen. Wie kommen wir jetzt zur Vollwertigkeit? Zur Minderwertigkeit.
Du sollst. Du musst. Sei so, wie ich dich haben will. Mach das, was ich dir sage. Was für Kinder wollen wir eigentlich haben? Wollen wir solche Kinder haben? Und trotzdem läuft Sozialisation, Erziehung, auch ein schönes Wort, Erziehung. Wir wollen Menschen, kleine Menschen irgendwo hinziehen. Das ist das, was wir Sozialisation nennen. Das ist das, was wir Erziehung nennen. Ich nenne es Dressur. So. Wie geht das also hier dann ein bisschen weiter? Also, wie gesagt, da habe ich gesagt, das ist für mich Vollwertigkeit. Und Kinder wollen etwas lernen. Es ist nicht so, dass sie gezwungen werden müssen, angetrieben werden müssen, nichts dergleichen. Kinder wollen lernen. Wenn wir jetzt dem Kind so ein Raster vorgeben, dann entsteht daraus eine Überzeugung, nichts wert. Genau. Weil das bin ich, das steckt ja auch da noch drin, aber wir werden auf dieses Raster runtergepresst. Das sieht ja auch ein bisschen aus wie Gefängnis, ne? So wie du es dargestellt hast. Ja, das hat er ja bewusst gemacht. Ganz bewusst. Das hier ist das, was ich Persönlichkeit nenne. Das ist das, was ich Identität nenne. Ach so. So, wenn wir jetzt gelernt haben, ich bin nichts wert, ist das einfach ein Scheißgefühl. Wie kommen wir, ich schließe mich da gar nicht auf, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Leistung gegen Belohnung. Wenn wir so sind, wie wir sein sollen, dann gibt es eine Belohnung. Im Kleinen Zuneigung von den Eltern. In der Schule gute Zensuren. Du bist ein gutes Kind, wenn du gute Zensuren bringst. Du bist ein gutes Kind, wenn du fleißig bist. Da gibt es eine Belohnung. Kinder, die außerhalb dieses Rahmens sind, die nennen wir dann rebellisch. Genau. Renitent. Ja. Genau. Unerzogen. Ja. Ich habe in der 4. Klasse habe ich meine Lehrerin gefragt, warum soll ich auswendig lernen, wohin in Deutschland welcher Fluss fließt. Da hat sie mir gesagt, das ist Allgemeinbildung. Ja. Das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, ich habe es bis zum nächsten Tag nicht gelernt, weil es mir sinnlos erschien. Hat sie die falsche Begründung gehabt? Ergebnis war klar, ich habe mir natürlich eine 6 eingefangen. Ja, klar. Aber es war mir egal. Das kenne ich auch. Und sie haben mich gedemütigt. Ja, kein Wunder, du hast das nicht gemacht. Also gibt es eine 6. Genau. Okay, also. Wir werden, und ich nenne das Dressur, auf Leistung gegen Belohnung getrennt. Machen wir die Dinge der Dinge wegen? Nein, wir machen sie wegen der Belohnung. Und dann laufen wir immer der Sache hinterher. Wir sollen ja dieses hier sein. Das sollen wir sein. Und ständig gucken wir, wie kommen wir dahin. Wenn wir dahin kommen, gibt es eine Belohnung. Daraus entsteht ein anderer Gedanke, ich bin ja nicht gut. Warum sollte ich nicht gut genug sein? Weil ich mich ständig vergleiche.
Der Vergleich ist das Glück des Toten. Wir versuchen, wir als Gesellschaft, versuchen, dieser Norm zu entsprechen. Du musst groß sein, du musst schlank sein, du musst sportlich sein, du musst dich gesund ernähren. Wo ist denn genug? Wann haben wir das Ziel erreicht? Man braucht sich nur mal die ganzen Bulimie-Patienten und Patientinnen anzugucken. Die haben den Gedanken im Kopf, wenn ich nur schlank genug bin, wenn ich nur dünn genug bin, dann bin ich genug. Aber wann ist genug? 40 Kilo? 35 Kilo? Unsere gesamte Konsumgesellschaft baut Tiere auch auf. Ihr braucht euch nur mal bewusst Werbung anzugucken. Die Männer, wir müssen ein bestimmtes Rasierwasser benutzen, dann bist du ein echter Mann. Hallo? Ich brauche mich nur mal nackig vor den Spiegel zu stellen. Den Frauen wird gesagt, wenn du dieses oder jenes Parfum, Duschgel oder was auch immer benutzt, dann bist du toll. Du musst schlank sein, dann bist du genug. Nein, es gibt kein Genug. Es gibt immer Menschen, Frauen, Männer, die noch schlanker sind, noch besser aussehen, noch tolle Frisur haben. Und trotzdem treibt uns unsere Konsumgesellschaft immer wieder weiter. Und es gibt kein Ende. Es ist eine Dauerschleife. Und wenn wir von dem Produkt A genug haben, dann kommt ein neues Produkt. Und dieses neue Produkt verspricht nichts anderes. Wenn ihr dieses Produkt kauft, dann seid ihr super toll. Wir laufen ständig dieser Sache hinterher. Wir laufen einem Phantom hinterher. Das gibt es nicht. Also das, was uns ständig antreibt, jetzt kommen wir zu dem Gefängnis neu, sind die drei Bs. Wer kennt die drei Bs? Keiner. Okay. Belohnung habe ich schon mal genannt. Bedrohung und Bestrafung. Bestrafung. Wenn du dies oder jenes nicht tust, liebes Kind, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann gibt es morgen keinen Nachtisch. Okay, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt, dann gibt es jetzt erstmal 3 Tage lang keinen Nachtisch mehr. Das ist Bestrafung. In diesem Dreieck sitzen wir fest. Ist jemand hier, der im Angestelltenverhältnis ist? Ich komme gerade raus, nach 39 Jahren. Okay, also, jeder Angestellte wird in diesem Dreieck gehalten. Wenn du nicht pünktlich bist, dann schmeißen wir dich raus. Wenn du keine Überstunden machst, schmeißt mich drauf. Ich sage es ganz krass. So böse hast du es vielleicht noch nicht erlebt. Nee, gar nicht. Okay. Tatsächlich. Aber so. So New Work funktioniert ja tatsächlich genau. Ja. Aber das ist das Prinzip. Erstmal hält uns jemand die Brust hin, kommt zu uns. Hier ist ein ganz tolles Team. Es läuft hier alles super toll. Hier verdienst du richtig gut. Dann kommt irgendwann ein Retourkutscher. Wenn du dies und jenes nicht machst, dann droht dir. Belohnung ist Spaß. Spaß und Freude. Freude. Anerkennung. Lob.
Das sind alles Dinge, die wir von außen bekommen. Wir sind so fleißig gewesen, da gibt es eine Gratifikation. Oder wir haben so viele Überstunden gemacht, dann gibt es einen Tag Sonderurlaub. Ein Chef. Und darauf warten viele Menschen. Ich bin viel im Unternehmen unterwegs und ich höre das immer wieder, ich werde von meinem Chef nicht gelobt. Warum ist dieser Mensch Abhängigkeit von außen, von diesem Lob von außen? Er ist mal so konditioniert worden. Bring Leistung, dann haben wir dich lieb. Dann bist du etwas Besonderes. Wir wollen alle etwas Besonderes sein. In diesem kleinen Viereck wollen wir etwas Besonderes sein. Wenn wir da hinkommen wollen, dann müssen wir uns von diesen drei Bs trauen zu befreien. Also, Freude, Anerkennung, Lob, auch das, Spaß, auch das ist ein ganz großer Faktor in unserer Konsumgesellschaft. Spaßveranstaltung. Es muss den Kick bringen. Warum brauchen wir das? Das Leben ist sonst zu öde. Warum beschäftigen wir uns mit dem Leben anderer Menschen? Ich habe vorhin im Radio, ich höre im Auto, höre ich mal Radio, deswegen bin ich nicht so ganz uninformiert. Diese Diskussion um Prinz Philipp und seine Frau gehört. Hallo, warum beschäftigen wir uns mit dem Leben von anderen Menschen? Ist das eigene Leben so langweilig? Ich sage das ganz provozierend. Ja, klar. Ist es so öde? Meins nicht. Sorry, ich brauche es nicht. Spaß, diese ganzen Kreuzfahrtveranstaltungen. Ich will ja niemandem zu nahe treten, der Kreuzfahrten gebucht hat. Macht, was ihr wollt. Ich erzähle euch das mal. Ist Spaß. Ja. Es geht um Spaß. Im Leben geht es aber nicht um Spaß, sondern um Zufriedenheit. Das hat mit Spaß nichts zu tun. Lob, Anerkennung. Bedrohung. Zum Beispiel Erpressung. Lieber Ehemann, wenn du nicht endlich mal die Spülmaschine ausräumst, gehe ich ab morgen nicht mehr einkaufen. Hallo? Willst du mich erpressen? Dann suche ich mir morgen jemand anderen. So nicht. Bestrafung läuft auf allen Ebenen ab. Demütigung. Beleidigung. Erniedrigung. Und Kritik. Warum Kritik? Also ich meine jetzt nicht Feedback, ne? Feedback ist ein Redenunter. Ich rede nicht von Feedback, ich rede von Kritik. Liebe Frau, du hast schon wieder nicht mein Seife gekauft. Hat sie das mutwillig gemacht? Hat meine Ehefrau absichtlich meine Seife nicht gekauft? Natürlich nicht. Warum muss ich das kritisieren? Kritisieren ist immer, jemand anderen zu einem anderen Handeln zu motivieren. Das nennen wir auch Manipulation. Ich halte mich mit solchen Dingen extrem zurück. Warum kritisieren wir? Jetzt komme ich zurück zu meiner Geburtstagsfeier Bauhaus. Die haben mich attackiert, weil sie sich kritisiert fühlen. Ich habe niemanden kritisiert. Die haben es nur so empfunden. Das ist das, was bei denen im Kopf ablief. Ich Besserwisser lese keine Zeitung und gucke keine Nachrichten.
Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, ihr sollt auch kein Fernsehen gucken und auch keine Zeitung lesen. Habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass mich für mein Leben, ich entscheide für mein Leben. Nur für mein Leben. Es ging, denke ich, mehr darum, mit dem, was ich sage, stelle ich ja deren Einstellung, deren Überzeugung, man muss Zeitung lesen und Nachrichten gucken, in Frage. Aus deren Sicht. Ich habe es nie in Frage gestellt. Soll jeder machen, was er will. Und vielleicht ist sogar unterbewusst dabei, dass sie dann überlegen, könnte ich eigentlich auch machen, ja, aber genau. Macht man eben nicht. Man macht es nicht. Deswegen geschehen viele Veränderungen gesellschaftspolitisch gar nicht, weil die Leute vor lauter, ich muss verteidigen, was ich bisher gemacht habe, nicht mehr in der Lage bin, darüber nachzudenken, etwas zu verändern. Weil dann müsste ich ja sagen, ich habe es bis jetzt falsch gemacht, anstatt dass ich sage, jetzt habe ich neues Wissen, jetzt kann ich neu wählen für mich, jetzt kann ich neu entscheiden. Und deswegen bleibt vieles jahrzehntelang, jahrhundertelang gleich, weil man sich eingestehen müsste, okay, aber das Wissen war halt noch nicht da. Man kann ja jeden Moment neu entscheiden. Ja. Aber du hast eben gesagt, habe ich falsch gemacht. Das ist ja gar nicht falsch. Man ändert nur dann seine Einstellung, was man jetzt anders macht. Genau. Das war vorher vielleicht auch richtig, weil die Situation so war. Aber jetzt ist es eben anders. Ich treffe doch ständig Entscheidungen. Und wenn ich heute merke, das, was ich bis gestern gemacht habe, das war so suboptimal, muss ich doch frei sein, in der Entscheidung zu sagen, scheiß was drauf. Ja. Oder wie sagte unser ehemaliger Kanzler Adenauer, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Genau. Ich will noch mal ganz kurz hier auf das, auf mein Kästchen zurückkommen. Belohnung und Vergleich mit anderen. Wir glauben und lassen uns gerne sagen, wenn du bestimmte Dinge kannst, wenn du bestimmte Dinge hast, wenn du bestimmte Dinge wenn du optisch in einer bestimmten Form bist, dann bist du top. Das Blöde ist nur, wie ich schon sagte, es gibt kein Ende. Ich kann mir morgen ein großes Auto kaufen. Ja, ich bin wer. Hat der Nachbar noch ein größeres? Also, da bin ich ja weniger als der. Wie kommen wir jetzt von da nach da? Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Einfach. Lasst euch von niemandem sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Ja, es ist hart. Hör nicht auf das Geschwätz von anderen Leuten. Es ist manchmal nicht ganz einfach, das gebe ich zu, wenn einem jemand, der einem nahe steht, sagt, mach das so, mach das hier, du hast das Falsche an, du hast falsche Schuhe an, das steht dir gar nicht, du warst beim Friseur, das sieht ja doof aus. Wie auch immer. Es ist nicht ganz einfach. Dazu kann ich auch nur sagen, lernt Schlagfertigkeit. Ein Satz nur so zum Merken passt immer. Wenn euch jemand sagt, ich will jetzt mal die Frauen nehmen, wie sieht denn deine Frisur aus? Fühlen wir uns. Was genau meinst du damit? Stellt eine Gegenfrage. Auch wenn mir so, ich jedenfalls so sozialisiert worden bin, man stellt keine Gegenfragen. Aber da einfach raus damit. Was genau meinst du damit? Ihr erreicht zwei Sachen mit so einer Gegenfrage. Erstens, diese Attacke landet nicht bei euch im Herzen. Das werdet ihr merken, wenn ihr euch das angewöhnt habt. Das zweite, ihr habt den Ball erstmal wieder im Spielfeld der anderen Person. In der Regel kommt dann nicht mehr viel. Was habe ich denn da mit gemeint? Und so, ne? Also Zeit genug, um darüber nachzudenken, was sage ich jetzt als nächstes? Also, Gegenfrage,
Was genau meinst du damit? Passt in jeder Gelegenheit, bei jeder Gelegenheit. Wenn Auftraggeber irgendetwas sagt, Kunde irgendwas sagt, was euch berührt, lieber Kunde, was genau meinst du damit? Es könnte der Gedanke aufkommen, wenn ich diese Frage stelle, denkt er, ich wäre zu blöd, um die Frage zu verstehen. Löst euch davon. Einfach raus damit. Einfach ausprobieren, ihr werdet merken, passt. Und ihr fühlt euch gut. So, was habe ich als dritten? Genau. Lasst die Dinge los, die ihr zu verlieren fürchtet. Um aus diesem Dreieck rauszukommen, muss man, nein, empfiehlt es sich, Dinge loszulassen, die wir zu verlieren fürchten. Angst haben. Angst ist ein schlechter Begleiter. Das hier produziert Angst. Und wenn wir uns mit unserer Identität nicht mal dahin bewegen oder mal dahin, außerhalb dieses Dreiecks, bleiben wir abhängig. Wir haben Angst vor allem. Warum müssen wir vor irgendwas Angst haben? Ganz nüchtern betrachtet. Angst ist nur etwas, was vielleicht eintreten könnte. Genau. Das ist so wie Sorgen machen. Das könnte eintreten. Natürlich, der Himmel kann uns morgen auf den Kopf fallen. Sollten wir uns jetzt schon mal darauf vorbereiten. Er blöd nur, wenn er nicht runterfällt. Dann sind die ganzen Vorbereitungen mal. Also, überlegt euch, da ein kleiner Tipp von mir, überlegt euch, was macht euch Angst? Und überlegt euch, ist das konkret oder ist das nur Fantasie? Ich differenziere immer gerne zwischen Vorsicht und Angst. Also vom 10-Meter-Turm zu springen, ohne Wasser darunter, da bewahrt uns die Vorsicht davor. Wir wären jetzt blöd, wenn wir darunter springen. Es sei denn, ich habe ein bestimmtes Ziel. Aber Angst ist etwas völlig unkonkretes. Ja, ist das eine körperliche Reaktion, oder? Natürlich. Also, aber hier entstanden. Aber auch hier die Vorstellung. Reaktion ist ja da. Ich erzähle dazu immer, jeder von euch hat mal Albträume gehabt. Und Albtraum ist ja nur ein Fantasiekonstrukt. Und wir wachen dann schweißgebadet, wachen wir auf. Panisch. Und das alles war nur eine reine Fantasie. Also das, was im Kopf abläuft, das wird weitergeleitet im Körper. Ich möchte meinen Kurzvortrag, ja, ich weiß, es ist schon 9:30, ich mache jetzt auch zu Ende, möchte ich mit einem kleinen, ein paar Zeilen von Kurt Marti abschließen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wo kämen wir denn dahin? Ja, wo kämen wir denn dahin, wenn alle sagen würden, wo kämen wir dann dahin? Und keiner schauen würde, wohin man käme, wenn man ginge. In diesem Sinne, schaut, wohin ihr kommt, wenn ihr gehen würdet. Vielen Dank. Sehr schön. Ich habe meine Zukunft in meiner Hand.